Ja, hallo, wieder einmal bei Monster Hunter 4 Ultimate. So. In der letzten Folge habe ich die Narayala-Schlange besiegt. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Auf jeden Fall haben sich dadurch meine Inkredenzien beim Koch verbessert. Yo. Und, boah, vergrößert wurde es auch noch. Vielleicht kann ich da jetzt Steaks kochen. Ich schau mal direkt nach. Das wäre echt cool. Welcome home, Hunter. You like the new and improved kitchen? Yes! Nice! Jetzt kann ich ja die Steaks geben. Nein! Ich muss erst Rat hier an Zeug sammeln. Oh Gott, nein. Nein. Oh yeah. Xixi? Okay, ich muss also erst eine Rat hier anhauen. Warte mal, was haben wir hier noch dabei? Gratulation für den Haihammer. Den könnte ich mir auch schon bauen. Die Rate mach ich noch nicht mit dem Insektenstab. Keine Lust. Wirklich nicht. Zu stressig, einfach. Was hat sie? Hallo? Wow, nice. Da habe ich schon meine ersten Scrap-Items bekommen. Kann ich die auch von hier aus auf Jagd schicken? Das ist am besten. Tatsächlich kann ich. Sehr schön. Ich habe keine Provisions mehr. Auf geht's. So. Ressourcen? Nee, lieber nicht. Ich würde mal gern mein die diese Axt hier entrosten, aber dafür fehlen mir die. Leider die, wie heißt das? Und Roster-Dinger. Glaube, ich muss mal mit der hier. Meinst du den Mario-Skin, Baku? Huch, jetzt will die auch noch mit mir reden. Oho. Was? What the heck? Oh, die Ärmsten. Dieses Mario-Kostüm kriegst du mit dem Starter-Paket, das du dir bei der Housekeeper-Katze runterladen kannst. Also auch nur begrenzt von der Zeit, ja. Also ich würde es mir direkt runterladen.
Ich glaube, es geht zwar bis März oder so irgendwann, aber trotzdem. Echt? Gibt's die nicht mehr? Ich glaube doch, die gibt's noch länger. Nein, was? Migo ist weg. Ich bin doch schon im Teamspeak, Krako. Ich höre dich überhaupt nicht, Grino. Was? Ich höre dich irgendwie gerade gar nicht, nur so total abgehakt habe ich dich gerade gehört. Sag nochmal was. Jetzt besser? Ja, jetzt ist es besser. Okay. Zockt ihr jetzt online? Nee, ich mach erst noch ein paar Singleplayer-Folgen. Ah, ja, achso, wieder für die Spieler. Ja, nee, wie gesagt, ich hab ja geschrieben, den Gurmagala, wenn du machst, dann. Achso, ja, genau, ja. Bescheid. Ja. Jetzt im Offline-Modus den Kecher Wache machen. Ja, Mist, jetzt muss ich erstmal eine Ace für Lino holen gehen. Verdammt. Na egal, mach ich halt den Gurmagala zuerst. Hol ich mir noch schnell. Ich hab gesagt, du bist ja wieder in der ersten Stadt. Gibt es nur drei Städte oder so? Es gibt glaube ich vier. Ich meinte nur, weil du jetzt wieder in der ersten bist. Ja, keine Ahnung, weil ich in diese Gildenhalle teleportiert wurde, automatisch bin ich wahrscheinlich hier. Achso. Weil die Ace Hunters wurden gerade irgendwie vom Gurmagala fertig gemacht oder sowas in der Art. Und die waren halt in dieser Gildenhalle und von. Man kommt in die Gildenhalle halt durch. Also die ist halt in der ersten Stadt quasi. So, dann mal los. Boah, Magala. Ohne mein Ketzen, ohne Miku, dass ob ich das schaffe, ich weiß nicht. Also, Gartenpumpe, ich finde die Grafik eigentlich ziemlich gut, aber ich bin ja auch. Monster Hunter 3 Ultimate auf dem 3DS gewohnt. Also ich weiß nicht, es ist halt nicht so irgendwie. Ich finde sie gut. Wenn ich jetzt mal schon so alte Spiele spiele wie Final Fantasy 7 oder sagen wir mal Diablo 2 ohne irgendwelche Mods. Mit irgendwelchen Auflösungen von 640x480 oder 800x600, das finde ich augenkrebserregend, aber das hier sieht eigentlich ziemlich gut aus, finde ich.
Aber war schon lustig gestern Abend noch, dass ich genug Sachen für den Gurmagala bekommen habe. Ja. Ne? War schon echt. Oh, Moment mal. Hat Draco noch die falschen Serverdaten? Ach, okay, der braucht noch das Passwort. User left your channel. So, jetzt habe ich das halbe Video verpasst, verdammt. User joined your channel. User joined your channel. Hallo. Guten Tag. Nein! Ach, oh, das ist meine Fliege hier wieder. Ja! Meg, du hast mich gefangen. Ey, wieso ist jetzt die andere Katze nicht dabei? Verdammt. Ach man, inzwischen alleine mit Miku. Maddox ist nicht dabei. Ich hab Angst, ohne Maddox. Meine Heilerkatze. Huch. Wieso hab ich denn... Ah. Ach verdammt. Du Monster, stirb! Okay, wird Zeit zu enchargen hier. Alter, brauchst du dafür ein Opening? So. Er verarschen. Autsch. Mach den Typen jetzt auch nur als dringende Quest. Du Magala? Mhm. Im Modus oder? Nee, nicht online. Online habe ich noch gar nicht, fast gar nicht gemacht. Außer einer Rüstung gefarmt, die nicht gegen Gift ist. Oh mein Gott. Schnell heilen! Mhm. Nein! Oh, Miku ist futsch. Muss ein bisschen aufpassen. Ach, er fliegt weg. Und ist nicht gepaintet? Nein! Da musst du dir keine Sorgen machen, dass er nicht gepaintet ist. So, erstmal umgucken hier. Ach, da krabbeln auch bei den Jäger rum. Eben Quest erfüllt, raufgesprungen. Bin zum ersten Mal auf ein Viech raufgesprungen wieder. Lange gedauert, ey. Wow, eine riesige Horde.
klar, ich pralle von Popling Velocipreer. Nein. Die harte Schnäbel. Ach man. Das. Ach, Mann, daneben. Unfassbar, echt. Muss ich für so popige kleine Monster meine Waffe schärfen. Oha. Was ist geschehen? Ja, der Kletterwache war der Meinung, mal eben so von unten mich den ganzen Weg in die Luft zu schleudern. Huch! Explosion verpasst, verdammt. Oh, hier kann man meinen. Kongas. Nein, ich bin doch hier im Ärzten. Davon. Gormagala kehrt zurück. Jetzt habe ich das blöde Kongala getroffen mit meinem Charge. Oder Konga, wie es heißt, dieses kleine halt. Wow, weg hier.
Ach man, die sind blöde. Ich hasse die Attacke. Erwischt mich jedes Mal. Nein. Mann. Mann, dieser, siehst du die blöde Klinge nicht, ey. Muss ich jetzt mal üben, ey. Dodgeblitz? Nee, nur dass er zieht halt gleich einen zweihändigen Modus, wenn er so da steht, ohne die Waffe gezogen zu haben. Mist, jetzt ist die Quest zu Ende. Kann mich gar nicht bewegen. Ah, sonst kann man sich noch bewegen. Na, das ist ja eine popelige Belohnung, ey. Naja, egal. Dann mach ich hier mal einen Folgencut.